If this is a dream. Träumst du gerade? Bist du dir sicher, dass du gerade nicht träumst? Okay, eine andere Frage. Wie oft fragst du dich so im Alltag, ob du träumst? Einmal, zweimal, dreimal, viermal? Okay. Keine? Denn wenn du dich im Alltag nicht fragst, ob du träumst, dann wirst du dich auch im Traum nicht fragen, ob du träumst. Denn die Gewohnheiten, die wir tagsüber haben, haben wir auch nachts, also in unseren Träumen. Die Sache ist, wenn du dir tagsüber als Erklärung, wenn etwas irgendwie ganz neu erscheint, dann als Erklärung hast, okay, es gibt eine neue Erfindung, oder wenn deine Kumpelinen irgendwie ein bisschen strange aussieht und du sagst, okay, ach ja, stimmt, wir haben gerade Halloween, dann wirst du solche Erklärungen wahrscheinlich auch im Traum haben, anstatt auf die Idee zu kommen, dass es ein Traum ist. Und eigentlich ist es besser, wenn man sich dann fragt, ob es ein Traum ist, weil wenn man mal kurz darüber nachdenkt, ob es ein Traum ist und vielleicht noch nach ein paar anderen Traumzeichen im Traum sucht und dann merkt, dass es ein Traum ist, kann man einen luziden Traum haben und dann kann man coole Sachen machen, wie rumfliegen und so. Okay, dann dazu, also um dann halt einen luziden Traum zu haben, ist es halt wichtig, dann diese Realitätstests zu konditionieren, also sich anzugewöhnen. Okay, was ist ein Realitätstest? Oder Reality Check. Um rauszufinden, ob es ein Traum ist, gibt es halt so ein paar Sachen, die man halt einfach mal so überprüfen kann. Das ist zum Beispiel, ich glaube, der eigentlich einer der bekanntesten ist, sich seine Hände anzugucken. Von wegen, okay, sind das 5 Finger? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, okay. Also ich scheine gerade wach zu sein. Okay, also man kann sich damit dann zufrieden geben, man kann aber dann noch vielleicht noch einen zweiten oder dritten oder vierten Realitätstest machen. Zum Beispiel, dass man sich irgendwie was sucht, so am besten irgendeinen Schriftzug oder und dann guckt, okay, schaut kurz, guckt wieder weg und guckt sich dann das Wort wieder an, okay, es ist immer noch gleich, es sind immer noch 6 Buchstaben, guckt man nochmal weg, guckt nochmal, okay, immer noch gleich, dann haben sich nicht verändert, ich kann es immer noch lesen, also Realitätstest 2 scheint immer noch irgendwie wach zu sein, okay. Dann, was ich immer noch gerne mache, was man auch relativ unauffällig überall machen kann, ist Sachen irgendwie mal kurz hochwerfen. Also wenn man halt nicht gerade selber hochspringen kann, um zu gucken, ob man vielleicht irgendwie in der Luft stehen bleibt oder so langsam runtergleitet oder vielleicht fliegt. Und man das gerade nicht machen will, wenn man gerade irgendwie in der Menschenmenge unterwegs ist, kann man auch irgendeinen Gegenstand einfach mal nach oben werfen und schauen, ob er irgendwie oben bleibt, so. Und natürlich auch mit dem Gedanken, dass es oben bleiben soll. Also von wegen, okay, ich will, dass es oben stehen bleibt. Check. Okay, wenn das nicht funktioniert, dann... Tja, es ist wahrscheinlich noch ein Indiz, dass ich gerade nicht träume. Okay, was gibt es noch für Realitätstests? Wie hat jemand gesagt, man sollte versuchen, mit geschlossener Nase und zu atmen. Den mache ich aber irgendwie nicht so. Ich finde den irgendwie nicht so cool. Und genau, dann, was ich auch sehr gerne mache als Realitätstest, ist willentlich Sachen zu verändern. Das heißt, man sagt sich einfach, okay, da steht eine Flasche und wenn ich es jetzt schaffe, mit Gedanken die Flasche zur Seite zu schieben, dann weiß ich, dass ich träume. Okay, geht nicht. Also es ist wieder ein Indiz, dass ich wahrscheinlich wach bin, aber ich probiere es nochmal. Nee, sie bewegt sich nicht, diese Flasche. Also... Wahrscheinlich wach zu sein. Das sind die Realitätstests. Die kann man sich einfach so für den Tag über antrainieren. So. Und naja, irgendwann wird man dann wahrscheinlich, wenn man das regelmäßig macht im Traum, einfach auf eine Situation stoßen und dann, wird es plötzlich passieren, dass man die Flasche mit einem Willen verrücken kann oder dass der Kuli in der Luft stehen bleibt. Und wenn man dann nachdenkt, so, ah, ich träume, dann kann man einen luziden Traum haben. Ich habe für mich so eine Art 6-Punkte-Reality-Check gemacht. Also ich habe den schon vor einem Jahr oder so für mich zusammengestellt, das aus verschiedenen Büchern und so. Also weil ich musste immer 6 Punkte, habe ich gedacht, okay, es gibt 6 Punkte. Und die klappe ich einfach ab, um zu wissen, okay, ich habe einfach mal alles durchgecheckt. Also Punkt 1 ist für mich, war für mich immer... zu gucken, rechts und dann 180 Grad und links und gucken, ob das sich in die andere Richtung dreht. Aber ich muss sagen, das habe ich eigentlich aufgehört, weil ich habe es einmal im Traum gemacht und es hat
ich habe nicht gemerkt, dass ich träume. Das habe ich dann erst ab Punkt 2, 3 gemerkt. Deswegen ist für mich mittlerweile Punkt 1 stehen bleiben, innehalten und sich die Zeit nehmen, wirklich alle Punkte ordentlich zu machen. Okay, Punkt 2. Gucken, ist mein Sichtfeld komplett? Höre ich richtig? Sehe ich richtig? Also alle Wahrnehmungssachen kurz durchzugehen, die 5 Sinne. Also sehen, hören, ich atme dann immer noch mal kurz ein, so riechen, aber ich habe nicht so eine gute Nase. Und dann schmecken und fühlen, ich gucke dann, ich mache dann immer so ein bisschen zack, zack, zack und das kann man eigentlich immer machen so, um mal kurz meinen Körper abzutasten, ob ich den auch voll fühle. Das ist dann Punkt 2. Punkt 3, okay, was habe ich vorher gemacht, wie kam ich hierher? Dann checke ich so vielleicht die letzte Stunde ab oder je nachdem, was mein letzter Gehweg war oder Busweg oder keine Ahnung was. Dann Punkt 4 ist bei mir, ist hier um mich herum alles logisch. Dann scanne ich halt immer kurz meine Umgebung ab, schau mir die Leute an oder die Gegenstände und gucke halt, ob es irgendein Traumzeichen hier gibt. Dann Punkt 5 ist bei mir, also den habe ich so für mich gemacht, den frage ich mich auch generell oft, okay, wie geht's mir? Geht's mir gut? Geht's mir schlecht? Wenn es mir schlecht geht, warum? Zum Beispiel, ich meine, wenn ich irgendwann merken würde, ich bin im Traum, dann würde ich halt irgendwann gucken, okay, warum geht's mir gerade schlecht? Suche ich gerade einen Schlüssel? Bin ich hier eingesperrt? Was ist los? Wie kann ich das Problem lösen? Punkt 6, auch immer wichtig. Okay, falls es hier ein Traum ist, was wollte ich machen? So, dass man in der Liste, auch wenn man gerade im Alltag ist, so, und man weiß, okay, oder man denkt, okay, es ist kein Traum, kein Traum, kein Traum, kein Traum, kein Traum, trotzdem Punkt 6 gehen, okay, falls es ein Traum wäre, was würde ich machen wollen? Zum Beispiel bei mir, okay, ich würde gerne Saltos üben, ich würde gerne mit ein paar Traumcharakteren in Kontakt treten oder ich will durch eine Spinning-Methode das Umfeld ändern und so weiter. Weil es dann immer mein Problem war oft, ich bin dann im Traum aufgewacht, hatte einen Klartraum und dann zack, und denkst, oh cool, ein Klartraum und dann, ja, okay, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Dann gucke ich mich immer so ein bisschen um und vergesse dann eigentlich so, was ich eigentlich vorhatte. So. Deswegen Punkt 6, was wollte ich machen, falls es ein Traum wäre? Das ist so mein 6-Punkte-Check.